Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Elden Ring Video. Und ich habe euch beim letzten Mal gezeigt, wie ihr zum Imitator-Trainer kommt und ein bisschen was zur Rani-Questline. Und da gibt es einen kleinen Bereich, wo ich auch gesagt habe, das Item will ich haben. Und dann habe ich mir nicht geholt. Und das würde ich jetzt mal eben schnell nachholen. Und zwar müsst ihr zur Heiligen Stätte der Nacht, wenn ihr den Weg dahin nicht kennt, gerne hier oben das Video anklicken, dann wisst ihr, wie ihr da hinkommt. Und dann möchte ich nämlich gerne hier oben die Waffe haben. Die ist nämlich extrem witzig und die fehlt mir noch. Und die kannte ich nicht und die will ich haben. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch ja auch interessant. Deswegen teile ich das mit euch. Müssen wieder hier hoch. Wir müssen im Prinzip dahin, wo es durchging zur Imitatorenasche. Und da in ein Fenster rausspringen. Nämlich hier, da vorne ist Imitatorenasche und hier ist ein Fenster, wo man rausspringen kann. Hier das. Und dann kann man hier rüberspringen. Sieht erst so aus, als könnte man das nicht, aber das geht. Und dann hier hoch und dann hier wieder rein und dann hier ist die Waffe schon. Fließender Noxhammer. Und wieso? Da ich fand, dass das ein Video wert ist. Schaut mal, wie lustig die angreift. Was ist das? Fließende Form. Oh, keine Ahnung, ob das stark ist oder so. Stärke 17, Geschicklichkeit 7, Skalierung CE. Ein Streitkolben in Form eines hängenden Tropfens. Die bevorzugte Waffe der Mönche aus der ewigen Stadt. Aus flüssigem Metall einer Silberträne gefertigt. Und dann wird daraus eine Peitsche. Muss man gerade gegen Gegner einsetzen. Anfangsgegner natürlich. Will mich ja hier nicht lächerlich machen mit einer Plus-Null-Waffe. Kurz gucken, was diese fließende Form kann. Absolut unspektakulär. Aber ich wollte es auf jeden Fall euch zeigen, weil ich kannte die Waffe noch nicht. Schon witzig. Wie ist die Range? Ach, die Range ist nicht so weit. Reicht mir jetzt. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr das Schwert herbekommt, hier oben habe ich ein Video zu gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, war es das schon. Heute eine relativ uninteressante Waffe, aber ich wollte euch das auf jeden Fall zeigen, weil ich kannte ihn noch nicht. Und dann gerne das Video liken, den Kanal abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt und noch mehr solche Sachen sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.